Ja, lange von mir noch nicht mehr gehört. Ich glaube, einen Monat oder her. Jetzt ist aber wieder langsam los. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein Loch zubekommt. Ja, ein Wandloch hier. Ein Wandloch. Ich zeige euch das mal, was ich meine. Dann legen wir mal los, würde ich sagen. Da. Ein Bohrloch. Und das mache ich heute zu Gipsen und zeige euch meine Methode, wie ich das am besten zukriege, ohne großartig, dass da was auf den Fußboden fällt. Jo. So, als erstes müssen wir natürlich erstmal Gips nehmen und dann nehme ich den Modellbaugips, weil der sich hervorragend dafür eignet und die Löcher schön weiß werden. Danach, also halt nicht grau wie bei normalen, beim relativ normalen Gips, sondern eben halt ein bisschen weißer. Und das macht dann beim Malern schon relativ einfach. So, da ist der Gips. Jetzt nehmen wir ein bisschen Wasser. Aber da müsst ihr ganz vorsichtig sein mit dem Wasser. Da braucht ihr nicht viel. Nur wichtig ist, dass er schön sämig ist. Der darf nicht. Mit in die Hand macht sie ein bisschen blöd. Noch ein bisschen Wasser reinmachen. So. Den Werk erstmal jetzt rühren. Bis er schon sämig ist und dann melde ich mich noch mal gleich. Sieht er? So, da ist er schon schön angerührt, aber der ist mir noch ein bisschen zu flüssig fast. Weiter müssen wir das reintun. Von ihm gibt es. Aber da müsst ihr jetzt vorsichtig sein. So, das dürfte schon reichen. Und dann rühre ich jetzt noch mal um und dann, jo. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt den Gips nehmen und dort in diese Tüte einfüllen und mir quasi eine Spritztüte basteln. Wer schon mal ein Backvideo gesehen hat, wie zum Beispiel von Zelli Backvideos, zum Beispiel, der weiß, was ich meine. Das nimmt man eigentlich zum Dekorieren von Torten, also wo dann Schlagsahne zum Beispiel reinkommt, dass man die Sahne dann besser aufsprühen kann als Beispiel. Aber dasselbe funktioniert auch wunderbar mit Baulöcher, weil ich habe selber geguckt, was man da nehmen kann. Ich habe auch lange gesucht bei YouTube, um mir ein bisschen ein paar Tipps zu holen, wie man so eine Löcher am besten zukriegt. Und letztendlich ist mir das selber eingefallen. Man könnte ja so eine Spritztüte basteln. Jo. Und ich muss sagen, das funktioniert. Das funktioniert richtig gut, weil ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Ich zeige euch mal, wie das dann aussieht ungefähr. Nehmen wir mal. Ja, da ist ein Bohrloch. Das war vorher ein Bohrloch. Und das habe ich dann schön zugeschmiert und jetzt sieht das so aus. Und ja, sieht richtig gut aus. Oder hier zum Beispiel wäre noch eins. Gut, könnte man auch noch besser machen. Und am besten sieht das hier aus. Ja, genau. Und wenn das denn mit weißer Farbe abgedeckt ist, dann sieht der Vermieter gar nichts mehr. Dann ist das richtig geil. So, und ich mache jetzt den Gips da rein. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen und dazu wird er fest und wir können das nochmal von vorne machen. Jo, Juti, den Make erstmal einfüllen und melde mich gleich nochmal. So sieht das jetzt aus. Das ist noch nicht abgeschnitten. Immer einen Moment Platz lassen. Und dann nimmt man eine Schere und schneidet man die ganze ab und den kann man dann loslegen. Man sieht er. Ein ganz kleines bisschen kommt schon raus. Und man drückt, dann hat man die ganze Scheiße draußen. Dann nehmen wir mal hier so eine Wolle. Tüte ein bisschen stramm machen. Volles Bauchloch halten.
und einfüllen. Ja, sieht er? Ganz einfach. Dann ruhig ein bisschen mehr. Den Riss drücken wir so oder so hin. So. Dann machen wir das auch gleich so. Schön machen hier. So, das war ja nun jetzt perfekt. Und wenn ihr dann ausgehärtet ist, also man lässt es jetzt ein bisschen antrocknen, aber nur ein bisschen, nicht komplett austrocknen lassen, sondern nur ein bisschen. Und wenn es dann angetrocknet ist, kann man das schön verschmieren oder besser gesagt noch reindrücken. Und so, dass es eine glatte Ebene Fläche ist. Jo, und dann haben wir das fertig. Und das Endergebnis zeige ich euch, wenn es soweit ist. Juti! Dann wartet erstmal wieder von mir. Wieder ein aktuelles Video von mir. Hat eigentlich nichts mit Kochen zu tun. Und nichts mit Spielvideos. Aber ihr kriegt noch einen Videoblog von mir. Warum, wieso, weshalb das so weitergeht. Oder wie das weitergeht. Und dann schaut an und so. Euer Mr. Bernd sagt Tschüss!